Ja, servus Sabatiere, wieder unterwegs sein im Revier. Ja, haben wir gedacht, mache ich auch mal wieder ein Video darüber. Und zwar schauen wir zu einem Käferpfleg. Zu einem Käferpfleg, den nehme ich euch einmal mit. Ja, und da schauen wir jetzt mal hin, wenn wir den rausbringen. Und da ist der, da drüben, das zeige ich euch jetzt, schaut mal her. Da drüben drinnen, im Berg um, ist ein Käferpfleg und da ist keine Erschließung, haben wir nicht erschlossen. Jetzt müssen wir erst einmal den Pfleg erschließen. Da oben drin. Und dann können wir erst einmal das Käferholz rausrücken. Ja, da Mais ums Weg da. Maisfeld. Malzdrum Maisfeld. Hört sich das an. Haben sie erst weggehäckselt. Müsst euch vorstellen, 1,5 Stunden der Pfleg. Das Feld auf 1,5 Stunden weg. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist doch Wahnsinn, oder? Kannst du dir gar nicht vorstellen, wie schnell dass das geht in der händlichen Zeit. Zack, und weg ist das Feld. Zack. Die haben gekommen, haben reingefahren. Zack, war es weg. So schnell habe ich gar nicht schauen Kind. So schnell sehe ich die Schlauch gar nicht an. Zack, ist das Feld weg. Ja, unglaublich. Ja, die zünden schon auf. Ja, jetzt ist das Feld weg. Jetzt gehe ich über das Feld drüber, dann sparen wir einen Weg. Da müssen wir hin. Ja, da, das kennt ihr schon. Da waren wir schon im letzten Video. War die Efeubaum und Kastanien habe ich da hingepflanzt. Und da drinnen im Berg rum ist der Käferfleck. Aber da müssen wir noch Rückigassen einschneiden. Das schauen wir jetzt einmal. Da haben wir schon angefangen, dass wir da Rückigassen herrichten. Und da schauen wir jetzt einmal, was wir da noch machen müssen. Da ist man da raufgekommen, zu dem Stickel. So, haben wir schon da. Ja, könnt ihr euch erinnern, die Käferfallen. Haben wir auch in einem Video aufgebaut, schaut rein, ob ich die Käferfallen aufgebaut, was das ist. Habe ich auch erklärt. Und apropos Käferfallen, genau, da haben auch ganz interessante Kommentare gekommen. Kommentare, wo man denkt, also derjenige, der kann sich die Kommentare einfach sparen. Weil es ist irgendwie ja doch komisch, dass es Leute gibt, die wo mal sieben gescheit sind. Ne? Gescheithaftel halt, ne? Sagt man bei uns. Die meinen gerade, sie haben Gescheitheit mit dem Löffel gefressen. Ja, und zum Beispiel, ich lese euch bloß einmal einen Kommentar vor, dass ihr mal wisst, wie interessant das ist, ja, was Leute so schreiben. Eine Pheromonfalle dient dem Monitoring, nicht der Bekämpfung. Allein der Satz ist schon ein Schmankerl, ne? Meines Wissens hat der Einsatz von Käferfallen überhaupt keinen Einfluss auf die Käferpopulation und den Befall. Im schlimmsten Fall lockst du die Käfer damit erst an. Und weil in der Falle auch Nützlinge mitgefangen werden, würde ich sie an deiner Stelle sofort wieder abbauen. Auch die Waldbauernvereinigungen raten vom Einsatz dringend ab. Also, super Kommentar. Der war eigentlich null aussagt, also hätte man sich sparen können, derjenige, der das geschrieben hat. Ist schon klar, dass man da ein Monitoring macht. Also ich glaube, das ist jedem klar, dass man mit so einem Käferfallen, das stört man nicht ins Holz ein und sagt, jawohl, da fange ich jetzt Käfer. So wie ich mit einer Maus fallen, Maus fange. Also, das, ich weiß nicht, also manche Leute meinen das echt, man ist blöd, man ist komplett blöd, auch wenn ich so ausschaue. Ne? Aber ja, glaube nicht, also das weiß ja jeder irgendwie, dass man da schauen kann, wie man es wo hinstellt, wie die Population an dem Pfleg ist. Und dass man den Käferfallen immer wieder versetzen muss, dass man ein bisschen ein Gefühl kriegt, wenn man relativ viel Holz hat, wo der Käfer fliegt, wo er seinen Schwerpunkt hat, wo er vielleicht nächstes Jahr fliegt. Also das ist klar, dass ich nicht die aufstehe, weil ich so eine Maus fallen und dann warte, dass die Käferfallen voll ist und dann ist, dann habe ich einen Käfer gefangen. Jawohl, jetzt sind sie Winger. nein, das ist irgendwie komisch, dass Leute dass tatsächlich solche kommen. Aber mein Gott, nein, gell, das ist eher ein Problem. Ich amüsiere mich bloß dann alle, weil das ist wie eine Stand-up-Comedy, sage ich aber. Gell, und dann gibt es auch Kommentare, die wiederum brutal hilfreich sind. Und den lese ich zum Beispiel jetzt einmal vor, weil das hat mir total geholfen. Ne? Warum soll es euch dann auch nicht helfen?
Und zwar hat der Philipp Schwebel geschrieben, Servus Philipp, gell? Super Kommentar, Daumen hoch von mir, vielen Dank dafür. Und zwar hat er geschrieben, das ist auch ganz interessant, Käferfallen dienen dazu, die kommende Population der Käfer zu bestimmen und dann frühzeitig passende Maßnahmen durchzuführen. Wie dann zum Beispiel Fangbäume oder Fanghaufen in bestehenden Käfernestern und zu fertigenden Stallen. Ja. Oder einfach nur zu wissen, dass man öfter die Fichten nach Käferanflug kontrolliert und dann direkt reagieren zu können. Einschlagen und raus oder begiften. Oder schälen und verbrennen der Resthölzer. Dazu muss man dann noch alles beachten, was es an regionalen Vorschriften und Bestimmungen gibt. Wir hier, also der Philipp, wir hier in Mittelhessen, der ist von Mittelhessen, ja, interessant, Westerwald, sind mit dem Käfer durch und haben jetzt sehr viele schöne Aussichtspunkte und viele Flächen mit neuen Möglichkeiten für verschiedenste Neuanpflanzungen. Gruß aus Hessen, bleibt am Käfer dran und pflanzt oder sät schon mal vor, dann wird es vielleicht nicht so lange die Durststrecke. Also nochmal Philipp, vielen Dank für deinen Kommentar. Ein super Kommentar, weil es in Mittelhessen, wo er herkommt, ist momentan und tatsächlich haben sie mit dem Käfer durch. Aber meistens ist es so, dass man irgendwo fertig ist und da sieht man einen Neuerpfleger, der war schon wieder angerost hat, der Käfer, gell. Mei, so ist es halt, aber wirklich ein super Kommentar, der erklärt in ein paar Sätze, was die Käferfallen so an sich hat, was für Vorteile hat und nicht einfach, dass man es abbauen soll und so weiter und so fort, weil im Endeffekt ist das mein Problem und meine Entscheidung, ob ich die Käferfallen abbaue oder nicht, das muss gewiss keiner da drinnen in die Kommentare irgendwie fordern. Ja? Also, vielen Dank für diese super Kommentare, aber die schlechten, da die sagen, der Lehmer in Zukunft weg, weil das nutzt keinen. So. Und jetzt sind wir da an dem Pfleg, wo wir eine Rückgegossenaffe machen. Und zwar schaut das folgendermaßen aus. Ja, da geht es im Prinzip eine die Rückgegossen, da habe ich schon gekennzeichnet, welche ich das wegmähen, weil die einfach in der Rückgegossen drin sind mit einem Strich. Ja, die wir entnehmen, die Bäume, die sind teilweise eigentlich keine starken Bäume in dem Sinn, die sind halt mal Zwiemandel, wenn man dafür schaut. Die sind sowieso Bäume, die irgendwie ein Problem haben. Also von dem her, Rampbaum, Mordsostig, den natürlich in dem Fall nichts. Ja, da geht die Rückgegossen rein. Da ist schon ausgemacht worden, haben wir schon ausgemacht. Einmal frei, ja, das Steck ein bisschen niedergeschnitten, damit man schön durchfahren kann. Das ist wieder einer zum Entnehmen. 3 Meter breit, ungefähr ein bisschen breiter, will halt ausgeht, aber nicht zu viel fallen. Da und dort. Ja, und dann geht die Rückgegossen da durch. Die Leimer für alle Zeit jetzt einmal haben wir entschieden, die Rückgegossen Leimer so. Weil dann haben wir die Erschließung von dem Holzstück, wo wir laufen gingen, auch gesichert. Und da rückt man dann das Holz raus auf die Fläche, da können wir es sauber lagern und noch sauber weiter transportieren. So, und da ist halt so, da haben halt ein paar Bäume erinnert, wie zum Beispiel der, das ist sowieso ein Schwacher, der schwächelt sowieso, hat da unten einen mordskahlförmigen Anlauf zum Beispiel, darum haben wir gedacht, den wir essen, weil meistens so ein kahlförmiger Anlauf deutet hin, dass er faul ist. Ja, und darum kommt die raus, ist auch in der Rückgegossen mittendrin, also hilft nichts, der muss raus. Dann Stück bündig anschneiden, damit man mit dem Schlepper durchfahren kann und dann weiter da nichts. So, ansonsten, ja, Rückgegossen, der Affe, da ist ein Stück drin gewesen, den haben wir rausgearbeitet und die anderen Stecke, die haben sowieso ein bisschen morsch. Die haben relativ weich zum drüber fahren, da fällt sich eigentlich nichts. So, dann geht es da weiter. Also wie gesagt, ich bin kein Fachmann nicht. Ich mache halt alles aus dem Praktischen heraus. Wenn ich einen Fehler mache, versuche ich, dass ich daraus lerne. Ja, und was gut funktioniert, mache ich weiter, weil es hat auch gut funktioniert. Wie gesagt, da sauber bündig geschnitten, einmal frei. Und da geht die Rückgegossen rein. Die bleibt da so, weil dann ist da der Boden verdicht.
Und da rechts davon ist eine Jungholzanpflanzung drin, da sind kleine Boschen drin. Das passt ideal, weil da oder keine sind. Und da oder fangen die Boschen an. Die werden wir jetzt dann auch ausmachen. Das werden wir jetzt dann auch machen. Da haben ein paar drin. Und dann geht das da vorbei und die bleibt dann auch. Weil dann kann man da sauber aufrücken und das Zeug runterziehen. Genau, jetzt wenn wir da raufgehen, ja, sind leicht 50 Meter, meine ich. Wenn es gelangt, wenn wir da raufgehen, dann sieht man da schon das Fleckel, wo da der Ding drin ist, der Käfer. So, wieder super. Eben geschnitten, da kann man schön drüber fahren. Ja. Dann geht's oben, die Autobahn. Ja. Markiert. Und da herum ist halt ein Mordskäferloch. Ja, das sind mehrere Bäume. Mehrere Bäume. Da sieht man schon Rinden herunten. Ist eigentlich schon zu spät. Aber mei, so ist es halt. Wer meint, der kann gleich einen Käfer ankommen, der hat bereits verloren. So. Und drum müssen wir da ziemlich außer das Eck außer machen, weil man weiß nicht, bei der nicht, wo drinnen noch dran ist, ob da nicht auch schon der Käfer drin ist. Darum werden wir da das Eck da sauber außerarbeiten. Das ist eh viel zu dicht bepflanzt, da müssen wir sowieso schon lang durchforsten, aber mei, das ist halt schwierig. Es ist ein Haufen Arbeit und Arbeit ist alle weiter. So, wie gesagt, da oder haben wir herum und da oder geht rückgegossen oben. Das heißt, wir können das sauber dahinter lassen und noch da oben ziehen. Dann ziehen wir die da raus und dann sollte das relativ von der Bringung her gut sein und sollte nicht so viele Probleme machen. Ja, genau. Hofft man halt, ne? Wie es dann wirklich ist, das sehen wir dann. Ja, jetzt sind wir eh schon da, am typischen, ja, und dann da ist drinnen herunten, oben eine Nadel, ja, aber ist auch drinnen herunten, fällt drinnen schon runter, da sieht man auch herunten schon, ja, scheiße ausschaut, das scheiße ausschaut, das ist natürlich, da haben wir nur einen, ja, bestes Beispiel, Bisaffe, der ist schon tot. Ja, das ist Wahnsinn. Ja. Da blutet mir das Herz, aber das hilft nicht. Ja, und da werden wir, wie gesagt, da hinten haben auch noch, da haben ziemlich viel noch. Und da läuft auch schon das Pech raus. Schaut euch einmal das an zum Beispiel. Das ist alles, schaut, das ist alles Pech. Der ist komplett sowieso schon hin. Auf gut Deutsch gesagt. Ja. Krank. Wird vom Käfer befallen. Ja, da ist einer. Da ist einer drin. Da oder? Das ganze Eck da ist drinnen schon herunten. Das ganze Eck mit dem Außen machen. Also da bleibt keiner stehen, aber ich darf es gerne stillen, aber geht halt nicht. Ne? Weil es ist halt einfach der Käfer. Ja, genau, so schaut das aus, der erinnert. Und das wird unsere Hauptbeschäftigung sein die nächste Zeit. Ich weiß nicht, ob ich da Videos mache. Könnt ihr mal einen Daumen nach oben geben, wenn ich da ein Video machen soll, wenn wir das rausrücken. Und wenn nicht, wenn es euch nicht interessiert, ja, dann gebt ihr keinen Daumen nach oben. Ne? Naturverjüngung ist auch da. Jetzt kommt von selber. Aber Früchten, naja, ob der in Zukunft noch da so Sinn macht, das ist auch die Frage. Aber das kommt von selber. Wenn man da her schaut, alles Naturverjüngung, alles kleine Boschen von selber, da ist nichts gepflanzt worden, die kommen komplett von selber. Alles Früchten. Der Mext, ach, das ist unglaublich. Der Mext gar nicht glauben, dass Früchten da oder gar keine Zukunft mehr hat, weil es überall wächst. Gell? Aber mei, so ist es halt. Gell? Da haben wir wieder eine schöne dürre Eschen. Schaut euch das an. Mit einem kleinen Finger kann ich in den Spalt rein. Das ist ein Ries, geht unten rum. Komplett dir, wenn man aufschaut, überhaupt gar keine Belaubung mehr.
Eschentrieb sterben. Stehen noch ein paar erinnert, schaut euch das kleine Stempel an und jetzt ist schon tot, kaputt. Ja, da haben auch schon bald umgefahren erinnert, ist auch so eine Sache. Weißt, die fallen um, entwurzeln halt, weil der Wurzelstock komplett angemorscht ist, weil Eschentrieb sterben, werden kaputt. Da liegt auch einer drin. Aber Hass bringst du da nicht raus, weil du hast keine Erschließung von deinem Waldstickel. Jetzt ja schon durch die Rücke gegossen, aber an und für sich kannst du da nicht her. Das heißt, das Erste ist immer bei sowas dann eine Erschließung, bevor da mal mit der Baustelle dann da anfängt, weil sonst hast du keine Chance, kannst du es auch nicht rausfliegen, wie ein Helikopter, oder? Ja, aber da Eschen, die werden wir dann auch verrichten. Wenn wir jetzt da raus können, dann können wir die raus. Da bis jetzt haben wir es nicht raus da können, weil wieso ist das denn rausbringen? Ja, schau dir mal den mal Stamm an, du kannst das am Sägewerk aufschneiden. Das werde ich ja machen. Aber schon, ja, das hat alles hat's direkt ausgewurzelt. Da. Alles angestuckt. Die ganzen dicken Wurzeln haben angestuckt. Ja, wenn der Wind kommt, dann drückt es um. Ja, gar keine Chance. Ja, Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Aber so ist es halt. Da hinten ist auch eine Eschen, eine kleine, die was umgedruckt hat. Genau. Aber gegen Käfer ankämpfen, hat man sowieso keine Chance. Das ist so. Das ist irgendwie aufgesetzt. Der Wald ist das aufgesetzt, dass der Fichten weg muss. Für eine gewisse Zeitspanne wahrscheinlich. Und dann kommt es halt wieder irgendwann vielleicht, wenn es resistenter ist oder was. Keine Ahnung. Ja. Ja, wie gesagt, nur mal zum Abschluss, da der Affe, der ganze Pfleg, den werden wir raus machen und da oben rücken, in den neuen Rückegassen, da durch und dann hoffen wir mal, dass da nicht noch mehr ist. Da oder die Anpflanzung, weil ich vorher gesagt habe, mit den jungen Fichten, das ist auch schon älter, ne? Das ist auch schon ein bisschen älter. Weil, hat man Fichten gepflanzt, im Prinzip kann man es auch noch pflanzen, aber Erfolgschancen haben halt nicht so gut. Ne? Die Efeubaum, da wächst der Efeu drauf. Wenn wer weiß, warum der Efeu da an den Baum drauf wächst, an jedem Baum, der kann es mal gerne in die Kommentare schreiben, kann man da irgendwie was deuten, dass da der Bodenrecht irgendwie was drin hat, dass der Efeu gedeiht oder. Also ich weiß es nicht, ja? Schreibt es einfach mal ein. Keine Ahnung. Ja, vielleicht weiß es einer. Weil das haben wir schon aber gefragt. Warum das so ist. Ja, warum das da. Weil bei den anderen wächst er nicht auf. Bloß an ein paar Flecken halt. Ne? Unglaublich. Ja? Jo. Genau. Da werden wir das rausmachen. Und dann schauen wir weiter. Mittlerweile. Ja, ist schon ein überschaubarer Käfer, aber er zeigt da. Aber man muss auch sagen, jetzt die Käferflugzeit, die hört er jetzt dann auf. Ja. Also meine allebei wird es jetzt für den Start ein bisschen weniger. Aber gut, er greift halt allebei noch gescheit an da. Ich möchte es gar nicht glauben. Da. Dann geht Kraft nicht aus. Gell. Dann meinst du allebei der Käfer, der bei letztes Jahr war es weniger. Da war es nässer grundsätzlich ein Jahr. Heute war es auch richtig, heuer war es auch richtig pumpheiß. Also pumpheiß. Da hat er natürlich voll zugeschlagen, letztes Jahr weniger. Das ist so gewesen, also das ist unglaublich. Weil dass er sich ein Jahr ausruhen tat und dann schlägt er wieder Vollgas zu, ein Jahr drauf. Möchte es gar nicht gern. Ja, so ist es halt, ne? Versteht ihr alles nicht? Käferzeichen und so weiter, aber man probiert halt allebei, dass man es ein bisschen versteht. Ein bisschen hinschauen und dann sieht man es schon. Ja. Gut, das war heute ein bisschen ein längeres Video, aber ich glaube, es ist auch nicht schlecht, dass man mal sieht, wie viel Aufwand das man braucht, dass man die Käfer, das Käferfleckel rausser tut. Ne? Weil, meistens ist es nicht so, dass man überall hinfahren kann und dann fängst du das Arbeiten an und dann schneidest du es dumm und Zeug und wo. Nein, da ist noch viel Arbeit davor und danach. Ja, wie gesagt, geh da oben mit dem Erschließen, weil das jetzt da hinten rückgegossen machen. Dann, wenn es erschlossen ist, dann geht erst einmal das Umschneiden los.
Und wenn es umschneiden geschehen ist, dann muss das Zeug abgelenkt werden. Mein Gott, rausgefahren werden, rückgewogen, Hackschnitzelhafer und so weiter, die Gipfel. Also, von dem her, es ist ein Haufen Aufwand. Und wenn es irgendwo dann ein Holz kauft, dann ist halt das auch so, da steckt da ordentlicher Aufwand dahinter, ne? Da haben wir das Holz rausbringen. Der Balker, der wächst da so nicht in Holz drast. Ich weiß nicht. Der wächst da so nicht in Holz drast. Ne? Jawohl, ich würde sagen, lehnen wir es gut auf wie heute. Ja, schreibt es in die Kommentare ein bisschen rein, ob euch das interessiert. Ob euch das interessiert, wenn wir das Holz wegmachen, wenn wir das machen und so weiter, dann mache ich ein paar Videos. Und wenn es euch nicht interessiert, schreibt es auch in die Kommentare rein. Da weiß ich auch Bescheid, da tue ich kein Video rein. Gell? Muss man auch nicht rein tun, wenn es keinen interessiert. Also von dem her. Schreibt es auch gerne rein, was euch einmal interessieren darf. Ja, was euch einmal interessieren darf, ob es ein Sägewerk ist oder ob es das Holz im Waldrast ist oder was. Was meint ihr, was euch interessiert, schreibt es rein. Ich kann euch das ein bisschen versuchen zu beantworten. Von dem her reden wir nicht lange umeinander, haben wir eh lang noch gekriegt. Gell. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Jawohl, und vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch meine Videos gefallen, wie allebei, bewertet es positiv. Und ganz wichtig, abonniert den Kanal. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal an Grumberli. Jawohl, aber der ist Servus. Das Leben, ein die allerhöchste Freit, hollaria, hollaria, hollaro, hollaria, hollaria, hollaro, hollaria, hollaria, hollaro.